Mit freundlicher Unterstützung, Edeka Rosenzweig, Ihre Frischezentren in der Region. Online-Radio Düren, zugeschaltet der Manager, Spieldirektor, alles in einer Funktion und Sponsor, und zwar vom TuS 08 Langer Wehe, der Direktor Michael, nein, der Michael Hilgers, richtig, genau. Einen wunderschönen guten Abend nach Langer Wehe auf dem Heimweg, nach diesem tollen Erfolg, ist doch die Liga schon für die nächsten Wochen gebucht, oder? Guten Abend, Jochums. Liga schon gebucht, würde ich jetzt nicht sagen. Halt mal den Ball flach. Wir haben ein Spiel heute gewonnen. Wir haben über 90 Minuten guten Fußball gespielt und warten wir mal ab, was die nächsten Wochen so bringen. Ja, warten wir ab. Aber Sie haben ja schon einen starken Kader sich zusammengeholt, sage ich mal, bis zur Mittelrheinliga hochgezogen, Spieler dementsprechend verpflichtet. Also Sie haben schon eine bunte Truppe, bunt, erfahren und jung teilweise. Also eine gute Mischung, würde ich sagen. Und dementsprechend ist ja auch da einiges möglich. Die Vorbereitungen, waren die denn, sag ich mal, aus Ihrer Sicht zufriedenstellend? Oder gab es hin und wieder schon mal so ein bisschen den Rückschlag in dem Sinne mit dem Fragezeichen, da muss man noch dran arbeiten? Nein, wir sind relativ zufrieden mit der Vorbereitung. Wir haben kein Spiel verloren, sind gut drauf, muss man ganz klar sagen. Haben auch, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, wir haben eine gute Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Spielern. Wir machen ja kein Hehl drum, dass wir eine gute Truppe haben. Ich sage ja auch immer wieder in den Vorberichten, wenn wir als Mannschaft gut fungieren und wirklich jeder für jeden alles gibt, dann haben wir eine gute Mannschaft auf dem Platz. Aber jedes Spiel muss erstmal gespielt werden. Ja, jedes Spiel, da muss der Direktor, Manager dabei sein, dann läuft's wie heute, ne? Zur Halbzeit 3:0, bereits nach 11 Minuten Torschrei, aber Torschrei bedingt durch einen Strafstoß? Ja, war ein klarer Strafstoß, muss man ganz klar sagen. Also war ein Handspiel, ein klares Handspiel im 16er und Marvin Simons machte einen eiskalt rein. Eiskalt und dementsprechend, glaube ich, schon im fast 5-Minuten-Takt, 6-Minuten-Takt die beiden nächsten Toren. War denn Kerpen mit der Situation, sag ich mal, schon überfordert mit 1:0 nach 10 Minuten? Kriegten die denn ihre Spielweise nicht mehr in der ersten Halbzeit unter Kontrolle? Man muss wirklich sagen, wir hatten über 90 Minuten das komplette Spiel im Griff. Und ich glaube, wir waren heute, ohne jetzt arrogant zu sein, eine Klasse zu stark für Kerpen. Das hat der Trainer nachher auch selbst zugegeben und ist sehr hart auch mit der Mannschaft ins Gericht gegangen. Von daher, wir haben es heute gut gemacht, wir haben den Ball gut laufen lassen und ja, heute klappte alles. Aber wie gesagt, Donnerstag steht eine ganz andere Hausnummer an. Alles gut, nach 45 Minuten 3:0, in der zweiten Halbzeit nochmal das gleiche Ergebnis, am Ende 6:0. Keine gelbe Karte auf Ihrer Seite, nur 3 Auswechslungen, also man hat das Kontingent gar nicht ausgeschöpft. War das alles so ein bisschen im Vorgespräch schon geplant, nur 3 Auswechslungen, um die nächsten Spiele, sage ich mal, mit besten Kräften anzutreten? Ja gut, es ist ja bekannt, dass wir Verletzungssorgen haben. Definitiv fehlten heute einige wichtige Spieler, muss man auch ganz klar sagen. Dennoch haben die Jungs, die heute gespielt haben und die Vorbereitung mitgemacht haben, ein klasse Spiel gemacht. Und das wollten wir doch erreichen. Wenn erfahrene Spieler ausfallen, dass die jungen Jungs da wieder aufmischen und die Qualität der Truppe anheben. Also ich bin da total super zufrieden mit. Und das wollen wir ja. Wir haben einen 22-Mann-Kader und wir wissen, dass jeder von den 22 Leuten einen richtig guten Fußball spielen kann. Ja, Marvin Konecki und Thomas Zometzki auch in der zweiten Halbzeit wieder erfolgreich. Also das sind ja schon Garanten für die nächsten Spiele, dementsprechend die Entscheidungen zu treffen bzw. umzusetzen. Ja, heute, wie gesagt, haben wir alles gut gemacht. Jetzt bin ich aber schon mit meinem Gedanken schon fast in Völklich am Donnerstag. Wir werden Dienstag nochmal trainieren. Tim wird die Mannschaft, denke ich mal, wieder perfekt einstellen und dann erwartet uns Donnerstag, denke ich mal, ein ganz heißer Kampf in Völklich und ein guter Gradmesser, auch für die nächsten Wochen. Guter Gradmesser, also dann sieht man das Spiel heute zu Hause gegen Kerpen so ein bisschen als Auftakt mit leichten Tendenzen Ihrer Seite zum Spiel gegen Zülpich. Wo sehen Sie denn die starken Mannschaften in der Liga? Wo sehen Sie sich denn selber? Man kann zwar nach einem Spiel noch nicht so viel sagen, aber man hat ja so gewisse Vorstellungen. Klar, unsere Vorstellung, wie ich auch im Vorbericht schon gesagt habe,
wenn wir fast seit einem Jahr ungeschlagen sind, wenn wir als, wo die Saison abgebrochen wird, die Corona-Zeit als Zweiter quasi auf der Tabellenplatz 2 standen, da haben wir natürlich Ansprüche, oben mitzuspielen. Aber wir haben jetzt nicht auf langer Weg auf den klaren Anspruch, ich möchte unbedingt aufsteigen. Weil wenn wir aufsteigen wollen, muss das gesund laufen. Und wir wollen wirklich erfolgreichen Fußball spielen. Ne? Wir wollen schönen Tempo-Fußball nach vorne spielen. Und was am Ende dabei rauskommt, lassen wir mal abwarten. Aber wir von Vereinsseite aus, wir fordern keinen Aufstieg. Ne? Wir wollen lieber eine coole Truppe haben, die auf dem Platz und neben dem Platz alles gibt. Und das ist für mich viel, viel mehr wert als unbedingt ein Aufstieg in die Landesliga. Auftakt im Autoteile Reinhardt Sportpark am heutigen Sonntag. 6:0 gegen Blau-Weiß Kerpen. Und die Mannschaft und der Trainer haben schon beide Augen auf das schwere Auswärtsspiel am Donnerstag in Zülpich. Vielen Dank, Michael Hilgers, für das heutige Gespräch und noch einen angenehmen Abend. Gerne. Danke. Online Radio Düren mit unserem Werbepartner Edeka Rosenzweig, ihre Frische Center in der Region on Tour.